So, und willkommen zurück. Ja, das war nur, damit ich die Folge genau ziemlich gut timen kann. Also die Pause war wirklich genau nur 5 Sekunden jetzt. Oh, yeah, das ist ja schön. Gefällt mir. Muss ich echt zugeben. Achso, eigentlich wollte ich ja in der Pause gucken, was ich denn zu machen habe mit dem Dach. Ich bin Depp, ich weiß schon gar nicht mehr, warum ich die Pause mache. Das muss man erstmal nachmachen. Gib mir das. So, naja. Das mocht ja nichts, dann gucke ich halt doch nicht nach. Ich muss erstmal so ein Brot jetzt essen. Njam, 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 njam. Jetzt ist mir auch tatsächlich Minecraft abgestürzt. Aber jetzt bin ich schon wieder da. Unglaublich. Naja, manchmal verkraftet er das nicht, wenn ich Fraps an- und ausmache. Aber gut, es ist nichts passiert. Ihr habt ja sowieso nichts verpasst. Ist echt sehr gut gelungen da oben. So, wollte ich noch ein paar Tierchen jagen, bevor ich da hochgehe. Damit ich da oben nicht ohne Nahrungsmittel stehe. Wäre schön, wenn hier noch was rumlaufen würde. Aber irgendwie nichts. Ja. Also eigentlich hätte ich jetzt auch gar nicht gemerkt, wenn ich die andere Musik wieder angemacht hätte, aber die ist natürlich in der Zeit weitergelaufen. Ja, da ist ein Huhn. Ein Kürbis, was macht der denn hier? Interessant. Danke, da ist noch ein Huhn. Oh, sehr gut. Aber ich würde auch noch ein paar Kühe oder Schweine nehmen. Nochmal raus in die Prärie, vielleicht läuft da noch irgend so ein Tier herum. Da ist ein Schaf. Spuckt leider kein Fleisch aus. Noch ein Schaf. Ha, da habe ich doch irgendwo einen Huhn gehört. Wo ist es? Oh. Hallo. Ah, sehr gut. Ich liebe diese natürlichen Fallen. So. Da ist noch ein Schwein. Yeah. Du willst mich in die Falle locken, du Sau. So. Schaf. Noch ein Schaf. Noch mehr Schafe. Ein Schwein. Und noch ein Schwein. Oh, schon wieder so eine Falle. Jawohl, Headshot. Oh, das ist gut. Hier scheinen einige Schweine zu sein. Was ist das denn hier? Du kommst auch her. Ja, ja. Ich lasse dich schon nicht allein zurück. Ja, der Dojo wird auf jeden Fall in dieser Aufnahmesession noch fertig. Diese Aufnahmesession wird noch genau diese und noch eine Folge werden. Also keine Sorge. Das wird schon noch. Ich hoffe, ich verspreche jetzt nicht zu viel. Oder ich muss nicht die Folgen allzu lang machen. Es wird schon wieder Nacht. Das gibt's ja wohl nicht. Wenn ich jetzt Schafe brauchen würde. Wenn ich einen Leuchtturm bauen würde wollen oder sowas. Aber das werde ich sowieso in dieser Welt nicht mehr schaffen. So ist das einfach. Dafür ist die Final Minecraft-Version zu nah. So, oh, der Dojo ist schon wieder verdammt weit weg. Oh, was ist hier los? Ja, ja, ich hau lieber ab hier, bevor hier irgendwas spawnt, was mich umbringt. Oh Gott, der Mond. Aber dieses Texture-Pack hat auch sehr hässliche Creeper, die können wir vielleicht dann gleich auch noch sehen. Ich muss Brot essen, Brot essen, ich muss Brot essen. So, damit ich laufen kann. Läuft der jetzt oder geht der normal? Das ist doch die ach, das ist die normale Geschwindigkeit, okay. Da ist der Dojo, da müssen wir hin. Jawohl. Da müssen wir hin.
Das sind die Skelette von diesem Texture Pack. Oder in so einen Creeper. Ich gehe jetzt nicht näher dran, das wird uns nur auffallen, noch unnötig. Oh, da sind auch jede Menge Zombies. Jede Menge. Wow. Und Endermans. Yeah, kommt her. Kämpfen wir noch ein bisschen. Alter, wie viele Zombies sind denn hier? Ah ja, kommt her. Oh, kein Schwert mehr. Ich hau ab. Ja, ohne Schwert traue ich mich nicht. Nein! Geh weg! Habt ihr gesehen, wie hässlich dieser Creeper ist? Habt ihr es gesehen? So. Jetzt doch nochmal mein normaler Aufweg, ne? Hier gehe ich doch öfter hoch. Wo ist der Creeper? Irgendwo unter mir. So. Nicht runterfallen. So, so, so. Hier oben sind natürlich auch Zombies und Creeper und hast du nicht gesehen. Schön an allen vorbeilaufen, komm. Ach, geht doch weg. Jetzt bin ich schon fast bei euch vorbei. Zack. Runter. Ah, Tür auf. Ich komme. Tür zu. Ah, gute Nacht. Guten Morgen. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. So, ich hab keine Kohle. Ihr wollt mich doch verarschen. Hab ich echt keine Kohle? Sag doch, also, das konnte ja nicht sein, ne? Keine Kohle haben. Och, da ist noch Fleisch drin. Warum sagt mir das denn keiner? Also, da habt ihr mich jetzt ganz schön verarscht. In der Zeit hätte ich schon lange weiterbauen können. Nee, 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 was macht ihr denn mit Sache mit mir? Sagt mir doch, dass da jede Menge Fleisch drin ist. Ja, wann habe ich ihn da reingetan, wo wir viele Aufnahmen? Nein, wer kann mir das beantworten? In welcher Folge habe ich da dieses Fleisch reingetan, um es zu braten? Das würde mich mal interessieren. Schreibt es unten in die Comments. Das muss ja schon 8 oder 9 Folgen her sein, oder noch länger. Ja, natürlich geht mir jetzt auch noch die Axt aus, natürlich. So, egal. Ich muss sowieso irgendwie auch nach oben kommen, das ist ja auch noch so ein Plan, irgendwie. Leitern. Ich brauche Leitern. So, so, so. So und so, dann habe ich mal Leitern, 32 Stück, das sollte genügen. Das sind, ich schätze, ungefähr 28 zu viel. Sagen wir 27. So, wo ist denn... Das ist natürlich sehr doof hier eigentlich, ne? Also so richtig gefällt mir das ja nicht. Man sieht, ich gehe mal nur außen hoch, nicht hier drin, deswegen habe ich das noch nicht so richtig gesehen. Ja, nicht so, oh nein, der Raser reißt wieder alle Treppen raus, was macht der nur? Jetzt dauert das wieder noch länger und er wird mit dem Dojo nicht fertig. Und ja, ich beeile mich ja schon. Ich bin quasi hier am Holzhacken wie ein Weltmeister. Wie ein Bekloppter sozusagen, wie ein Bekloppter. Das ist alles für euch. Ist alles für euch. Oh ja, bitte. Genau, das hat mir noch gefehlt. Naja, das machen wir gleich wieder oben ganz. Ist kein Problem. So. Heute kommen auch nur so bekannte Lieder an. Was soll ich denn jetzt mit Sand? Jetzt kann ich das bestimmt nicht machen. So. Zumachen wieder da oben. So, ist das mittig? Ja. So, dann, nehmen wir das. Ist ja ein mittiges Loch das Richtige, was ich da will? Naja, irgendwie nicht. Das ist zu eng, finde ich.
Dann setzen wir das mal da an. Ja, das geht. Das kann man so machen. Nehmen wir mal Erde. Wieso habe ich nur so wenig Treppen? Ich habe von nichts genug. Wieder raus. Die wirkliche Bench. Machen wir mal 9. Was für eine krumme Zahl. Wie komme ich genau jetzt auf 9? Aber Zahlen sind sowieso so eine Sache, ne? Mir fallen auf Anhieb so ein paar Zahlen ein, die eigentlich immer dann irgendwie oft vorkommen. So die 7 ist eine Zahl, die sehr oft vorkommt. Zum Beispiel auch in der Bibel, da kommt die 7 total sehr oft vor. Dann gibt es natürlich die berühmte Zahl 23. Wo es natürlich auch genug Lehren zu gibt, dass die auch in allen Machtpositionen irgendwie vertreten ist. Ach, ich habe ja keine Axt mehr. Ja. Und natürlich die gute 42. Die Antwort auf alles und jeden. Ein zu früh weggegangen. Wo bin ich denn hier? Genau unter dem... Was ist das denn hier? Was baue ich denn hier manchmal? Und mach's nicht wieder weg? So, hier oben war ich wahrscheinlich noch nie drin, ne? Hab ich nur von außen zugebaut und fertig. Ich schlawiner ich. So. Den weg und den weg. So. Na, genau. Hast du gut gemacht. So. Und wenn ich das jetzt so richtig sehe... Wenn ich das von anderen jetzt auch mache, was ich jetzt auch machen werde, einfach nur, weil ich da Lust zu habe. 2 weg. So. Genau. Dann müsste ich genau oben aneinander ankommen. Was komisch wirken wird, aber was soll's. So wird das halt jetzt. Komm, geh doch da. Ach so. Ja, ja. Ich wundere mich, warum der nicht höher geht, ne? Und stoß mir den Kopf schon vor die Decke. Erst Tetris. Dann Zelda. Jetzt Super Mario. Meine Playlist hat es ja voll drauf. Naja. So. Das muss auch noch weg. Nein, es ist noch ein Platz. Das ist gar wunderprächtig, weil dann kann ich auf dieser Ebene... Geht das denn so? Oder muss ich... Eigentlich muss der da noch weg. Aber dann kann man oben nicht mehr rumlaufen. Aber so bleibt man immer hängen. Muss weg. Egal, wie es aussieht. So, ist wahrscheinlich auf der anderen Seite genauso. Ja, sehe ich schon. Ja, ja, nächstes Mal mache ich mir eine Axt. Versprochen. Gerade wo ich keine Zeit habe, passiert sowas hier. So, dann kann man jetzt hier hochgehen. Hier muss wieder der Sand rein. Ich habe mich gerade gewundert, wo das hier schon wieder... Warum ich das offen gelassen hatte. So... So, und jetzt ist das natürlich ganz ungünstig. Oder? Sieht doch ungünstig aus. Da machen wir am besten sowas rein, ne? Wie sieht das denn aus? Rennt man hier auf so einen Pfosten drauf zu? Ne, man rennt auf 2 Pfosten drauf zu. So. Das besser ist, weiß ich natürlich nicht. Das sieht sehr interessant aus. Okay. Das ist natürlich von beiden Seiten. Dann habe ich nicht ganz so viele Leitern zu viel gemacht. So, und da auch noch raus. Und da auch noch, so. Schon sind wir ganz oben wieder.
Hat doch nicht so lange gedauert, oder? So, jetzt werden wir oben noch Holz brauchen. Das habe ich natürlich nicht mehr. Wir machen einfach hier... drei vom Rand wird schwierig, doch... und hier machen wir 1, 2, 3, 4... Ich würde sagen, wir machen das dahin. Ganz dreist. Ja. Okay, jetzt wieder runter. Das geht ja jetzt. Wir haben ja jetzt hier was gebaut. Ist da nicht auch einer zu viel? Eigentlich muss der auch noch weg, ne? Was weg muss, muss weg. Es tut mir leid, aber ich will ja nicht hängen bleiben, wenn ich da oben runter gehe. So, Schippe haben wir aber. Da kann ich auch eine benutzen, wenn wir eine haben. Genau. Ist ja nicht so, als wären wir hier bei armen Leuten. So. Was wollte ich jetzt? Ach so, Holz haben wahrscheinlich. Dann mache ich mir aber jetzt erst eine... Ja, ich hab's nicht vergessen, ne? Ich mache mir erstmal eine... Ich mache mir sogar zwei. Mehr geht nämlich auch nicht, weil mehr Cobblestone habe ich nicht. So, das haben wir da. Dann auf geht's, Holzhacken. Wir gehen Holzhacken, 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 Holzhacken. Wir sind die lustigen Holzfäller. Oh nein, nein, nein. Aufmerksame Zuschauer wissen jetzt, worüber ich mich ärgere. Ich gehe mal davon aus, ich habe nur aufmerksame Zuschauer. Naja, das war ja nicht so schlimm. Moment, ich brauche hier oben für die Etage und ich brauche noch Bäume für die Stützen, damit das Dojo nicht runterfällt, theoretisch. Ne? Das wird schon wieder Nacht, so wie ich sehe. Ah, mein Gott, nichts hat man Zeit hier. Das ist, ja, kann ruhig so wachsen, ist mir egal. Vielleicht hätten wir doch gerade noch nicht nur Schweine killen sollen und sowas und Zombies, sondern vielleicht ein paar Skelette. Dann hätte ich hier Bone Meal gehabt und hätte noch schnell mir die Bäume züchten können, die ich noch brauche. Ja, hätte ich aber, habe ich leider nicht. Ganz einfach. Ist da schon der Mond? Ja, super. Also Creeper oder sowas kann ich jetzt hier oben überhaupt nicht gebrauchen. Das heißt, wir gehen erstmal schlafen, auch wenn die Sonne noch nicht ganz untergegangen ist, aber... Ich will ja auch kein Risiko eingehen. Kein Risiko heißt, den Baum dahin machen wir noch. Der steht so einsam hier rum, das kann ich natürlich nicht verantworten. Also ich kann nicht verantworten, dass der Baum sich einsam fühlt. Nee, das geht nicht. Das kann ich nicht verantworten. Neue Bäume braucht das Land. So. Mein Gott. So, mehr Bäume brauche ich noch. Ein paar noch, ne? Ich hoffe, die Folgen werden nicht allzu lang. Aber ihr werdet es verzeihen, wenn sie 20 Minuten gehen, gehen sie halt 20 Minuten. Da freut ihr euch doch umso mehr. Vielleicht kommt aber auch 1.9, also 2.0 so. Also vielleicht kommt die Final-Version auch noch gar nicht raus. Dann kann ich die Folgen auch wieder kleiner schneiden noch. Und ihr merkt es gar nicht. Wenn ich es jetzt nicht hundertfach erzählt hätte. Ich höre doch da was. Ein Creeper. Alter. Wenn ich dich jetzt hier haue, könnte es auch passieren, dass du runterfällst, oder? Das wäre doch cool. Tschüss. Ach komm, das hättest du jetzt auch noch fallen können. Du blöde Creeper-Sau. So. Wie ich ihn hier gehört habe, wie er auf den Gras rumgetrottet ist. Na, wo einer sind meistens noch mehr, ne? So, nur ein bisschen aufpassen jetzt. So. Egal. Weiter geht's. Wir brauchen Holz, 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 Holz. Ich habe irgendwie Angst, dass hier noch mehr Creeper kommen. Plopp, plopp, da nehmen wir das ganze Holz auf. Gut, dass ich so viele Bäume hier gepflanzt habe. 64, reicht das jetzt nicht? Doch, wahrscheinlich reicht es. So. Bäumchen haben wir auch noch genug.